Präsident Truman und Winston Churchill statteten dem Ort Fulton im Staate Missouri, der engeren Heimat Präsident Trumans, einen Besuch ab. In einer Feier erhielt Churchill den Grad eines Ehrendoktors der Westminster Universität von Fulton. Dann führte Präsident Truman, der an dieser Universität gleichfalls einen akademischen Grad erworben hat, Churchill als Redner ein. Churchill dankte in humorvoller Form für die Verleihung der Doktorwürde und sprach dann etwa eine halbe Stunde zu den 3000 Anwesenden.